herzlich willkommen bei Sanitären Bau TV. Wir blicken vom Bullesteg ein bisschen auf BA23. In der Mittagspause passiert oft nicht so viel. Und der Einblick ist ja sowieso nicht so ideal hier. In Wirklichkeit will ich ja auch vorbei an BA21 mit dem Großbohrgerät. Will ich das neue Bierzelt zeigen. Da laufen wir gleich drauf zu. Vorher noch ein bisschen ein Schwenk auf die B14. Markierungen sind am Boden gesetzt. Da wird anscheinend demnächst umgestaltet. Sieht für mich aus wie eine Einfädelspur, wenn man die grünen Markierungen hier so entlang verfolgt. Und ich habe eben behauptet, das wird gebraucht für BA23 als Baulogistikstraße. Und es sieht doch ganz danach aus. Also hier gehen die grünen Markierungen weiter. Und da hinten neben dem neuen Gebäude, Haltestelle Staatsgalerie, passiert gerade was. Und auch Markierungen sind gesetzt. So, aber jetzt endlich zum Biergarten. Wobei ich befürchte, es wird keiner. Das sieht für mich aus wie eine Montagehalle mit verschiebbaren Einheiten. Da sind wir mal gespannt, was wir noch alles beobachten können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also mir fällt gerade noch ein, das wäre nämlich auch ein klasse Bierzelt. Ne? Bei Sonnenschein schiebt man die Wände und die Decke das Ganze einfach zur Seite und wenn es regnet drüber. Aber ich glaube es nicht. Ciao.